ganz herzlich. Wir sitzen im Garten am Boden. Der Baba schneidet noch das Video zu Ende fertig. Baba? Wieso bleibt der Schrift so lange? Du musst ihn kürzer ziehen, die Schrift. Mir ging es gestern am Abend leider nicht mehr so gut. Mir war so schlecht. Ich habe Gott sei Dank nicht erbrochen. Aber ja, mir war halt übel. Ich kann mich nicht konzentrieren, wenn die ganze Zeit Emmy, du Sau, weil die Emmy hat gestern in unserem Video richtig lecker gefurzt und das ist so, ja. Ich danke Energie, Mann. Okay. Ja, wir sitzen jetzt kurz hier alleine. Eigentlich ist der Baba nur kurz rausgegangen, um was herzurichten. Und ich bin mitgegangen und das war ein bisschen frisch, aber hier in der Sonne, wenn man in der Sonne sitzt, dann ist es schön. Ist zu heiß, okay. Kann man sagen. Nein, aber geh mal zum T-Shirt, ich muss das Video fertig schneiden. Ist schon geschnitten. Also, ja. Musst du es kontrollieren? Kontrollieren. Bitte schön, kannst du mir das Wasser nehmen? Auf jeden Fall, ja, die Übelkeit ist da. Hurra, hurra. Hurra, hurra. Ich hoffe mal, dass ich mir dieses Mal Klobesuche erspare. Gut, ich mache jetzt schnell das Video. Dann müssen wir hier was frühstücken, oder? Mit ich bin schon mega hungrig, ja. Family. Ich esse meinen Pudding noch. Ja, esse... Zwiebeln für dich, und Knoblauch. Ja, danke, Baba. Er weiß ganz genau, dass mir von Zwiebeln und Knoblauch aktuell richtig übel wird. Vor allem vom Geruch. Zu viel dazu. Gestern hatte ich wirklich schon richtig Angst. Mir war wirklich krass schlecht. Aber ich kann damit umgehen. Ich nehme dann immer so, ich tue dann immer so ein bisschen snacken, ein paar Nüsse. Ich habe mir gestern auch, als ich einkaufen war, mit Papa bewusst so ein paar Sachen gekauft, die ich mir zum Snacken ans Bett stellen kann. So, wir sitzen jetzt beim Frühstück. Ich esse das wahrscheinlich, ein Brot. Weißt du, was ich sonst essen soll? Ich habe Angst, dass mir schlecht wird nach all dem. Ja, kein Essen ist auch keine Liebe. Kein Essen, ich esse doch ein Brot. Soll ich Butter nehmen? Gehen wir jetzt heute noch irgendwo einkaufen oder gehst du mit dem Patrick? Ich glaube, wir gehen einfach. Wir haben keine Milch mehr. Und Milch? Ja. Mann. Mann. Jetzt passt es. Wieso musst du noch duschen? Schau mal, wie die Mädels Schule spielen, Papa. Schau mal. Die Lara ist die Lehrerin. Hey, und mach, schau mal, wie die zwei da sitzen. Sehr schön. Lisa. Soll ich mal ein Michelle? Ist die Michelle ein schlimmes Schulkind? Ja, wie ist das nicht? Und die Lisa snackt Himbeeren während dem Unterricht. Lisa, isst du Himbeeren? Ist lecker. Ich will nicht schreiben. Ihr müsst schreiben. Was ist mit Sophie los? Tut sie vielleicht die Sophie ärgern? Den Sauhaufen räumt sie danach wieder auf, oder? So schaut Santa bei uns zu Hause aus. Ja, ich bin müde. Die Schwangerschaft macht mich so müde aktuell. Aber solange mir nicht schlecht ist, ist alles gut. Okay. Wir müssen noch mal raus. Wir müssen nämlich Milch kaufen. So, meine Lieben, wir sind jetzt noch mal kurz im Auto. Wieso habe ich so ein schwarzes Gesicht? Schwarzes. Das ist ein bisschen unterbelichtet. Und der Schlüssel? Also. Ah, ich habe so Nackenschmerzen. Ja, ich sag's, ich könnte am liebsten nur schlafen. Die Mama ist seit ein paar Tagen nur am Heulen. Sorry, ich bin schwanger. Das ist so in der Anfangszeit immer ein bisschen komisch. Wie schaut das Mitte der Schwangerschaft oder zum Schluss? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall habe ich mir etwas zum Snacken mitgenommen, weil wenn die Übelkeit wieder kommt, dann einfach schnell ein bisschen snacken. Dann geht schon wieder. Auf jeden Fall müssen wir halt nochmal los. Wir brauchen nämlich Haselnussmilch. Und? Na, was? Hast du das gepopelt? Bisher. Ja, jeder popelt, oder? Aber wir haben es so gemacht. Ich habe mir gestern hier in die Lippe gebissen. Das tut richtig weh. Was kochst du mir heute, Baba? Was? Was kochst du uns heute? Heute ist... Autofahren ist gar nicht gut. Macht wieder schon ein bisschen schlecht. Heute ist Jahrestag, oder? Okay. Und das ist ja auch ein Tag.
Nein. Du machst mir eine Bowl, hast mir versprochen, oder? So, wir haben uns jetzt ausgestattet. Daddy mit seiner Einwegmaske. Seine schwarze Maske ist nämlich, also unsere beiden schwarzen Masken, sind in der Wäsche. Sollen wir die Kamera mitnehmen? Gehen wir so einfach in den Einkauf sagen, ohne dass uns jemand sieht. Wir schmuggeln sie rein. Ja. Psst. Wo ist deine magische Tasche? Welche magische Tasche? Ja, du schmuggelst immer die Kamera in der Tasche, oder? Egal, ich habe einen großen Hoodie an. Okay. So, wir sind schon bei Merkur. Wir haben diese Milka mitgenommen, weil ich gehört habe, die soll so lecker sein. Bisschen Marmelade, Falafel, Spinat, Sauce Hollandaise. Was schaust du noch? Schwarzer Kirsch. Schwarzer Kirsch. Gehen wir noch Milch holen und dann gehen wir, oder? Brauchen wir sonst nichts mehr. Nee. Brot zum Aufbacken? Haben wir nicht mehr. Müssen wir kaufen? Bei Merkur gibt es veganes Magnum. Das hat der Papa jetzt für sein Bubilein mitgenommen. Papa, der Patrick wird sich sicher freuen. So, jetzt, aber jetzt kaufen wir Milch, weil wir sind eigentlich wegen Milch gekommen. Unser Wagen ist voll, wir haben aber keine Milch. Immer so. Immer mit dir so. Grüß die Milch. Und? Gibt's? Aber das ist die meistverkaufteste, oder was? Ja, schon. Sowas haben wir nicht mehr, oder Baba? So, meine Lieben, ich bin jetzt ins Auto gegangen. Papa ist noch drin, er ist jetzt gerade zur Kasse gefahren und mir ist so schwindelig und ich fühle mich so schwach und oh mein Gott, dass ich gesagt habe, ich muss ins Auto. Boah, das ist richtig, ja, das ist wahrscheinlich eh die Schwangerschaftssymptome, die man halt so am Anfang hat. Ah, Müdigkeit, ich bin so schnell aus der Puste, Kurzatmigkeit, dann bisschen übel ist mir auch, aber nicht so schlimm. Es geht, also es hält sich in Grenzen. So, meine Lieben, wir sind wieder zu Hause. Sonne blendet, wir essen ein Eis. Die ganze Family, außer der Patrick. Michelle hat ein Eis, Papa hat ein Eis. Patrick hat seinen Laptop, die Lara ist in der Schaukel. Wo gibst du mir das Eis? Magst du es nicht mehr? Also, sie mag jetzt dein Eis haben, oder? Wie schaut denn dein Geografiebuch aus? Holy! Aber schmeckt dir Lutschfinger? What happened here? Ha? Lutschfinger? Wieso, hat es irgendwelche angeknabbert oder zwei Mäuse in der Klasse? Wir haben noch nie probiert. Warum hast du das gerissen? Mit der Zeit passiert. Also das nicht. So. Vom heftigen Lernen, oder? Ja. Schmeckt Lara das neue Eis? Mhm. Der Papa hat noch nie Lutschfinger probiert. Das sind Zähne. Ja. Das sind Zähne drauf. Mäusezähne, oder? Ja. Mach doch, warte. Ich mach das Eis nicht. Mama? Ja, Babygirl? Das da, mit das Rote und das Gelbe und das Grüne wird das volltaustastisch. Volltaustastisch? Ja. Papa schneidet wieder Video, oder? Könnte ich nicht im Garten auch ein Nickerchen machen? I like this job. Eigentlich könntest du schon. Drüben in der Muschel. Ja, sicher. Ich decke aber dich nicht auf. Mit Mama morgen. Mit Abendessen. Ja. Mhm. Schau, wie du bist. Hey, Zuckerbaus. Wahrscheinlich hat sie gemerkt, dass das dir nicht ist. Das schmeckt. Lecker? Und deswegen hat Papa das Eis geklaut. Also, Papa ist Eis geklaut. Das ist besser. Mhm. So, ich bin jetzt kurz im Haus, weil ich habe den mega Hunger meines Lebens bekommen. Ich sag's euch, ich fühle einfach alles so extrem intensiv. Sei es jetzt Müdigkeit oder Hunger, es fühlt sich alles irgendwie total krass und 3000 Mal extrem an, irgendwie, keine Ahnung. Wir waren ja vorhin bei Merkur und da habe ich dieses Gericht gesehen, Carbonara Nudelauflauf. Und ich habe gedacht, oh mein Gott, das muss ich jetzt essen. Und deswegen werde ich das jetzt schnell kochen. Ich bin so aus der Puste. Ich bin eigentlich nur kurz die Treppe runtergelaufen. Ich habe nur geschaut, ob bei der Michelle alles in Ordnung ist. Weil ich habe sie gerufen, sie hat nicht reagiert, weil sie es nicht gehört hat. Oh mein Gott, echt. Auf jeden Fall werde ich das jetzt schnell zubereiten. Das ist ein Fix, das geht super schnell. Da braucht man nur Nudeln dazu. Sahne. Ich habe so eine vegane Sahne gekauft. Und weil uns die einfach besser schmeckt, Schinkenwürfel und Parmesan. Und ja, ich werde es schnell zubereiten. Das geht mega, mega einfach. Einfach nur Schinken schneiden, ein bisschen anbraten, Soße darüber, Nudeln und dann in den Backofen.
Und ja. Ach, ich bin so müde. Das gibt's nicht. Ich bin so krass, ich fühle mich so fremd. So, wo ist denn der Finken? So, meine Lieben, ich fühle mich verpflichtet, die Kamera in der Hand zu nehmen. Die Mama fühlt sich wie ein Neuling. Sie weiß nicht, wie ich mit der Kamera umgehen soll. Kein Problem, deswegen bin ich da. Ich habe nur gesagt, ich fühle mich so komisch beim Vloggen. Ja, es ist immer so am Anfang. Oh, Papa. So, und die Mama bereitet jetzt unser Abendessen. Wieso nur meins, oder? Ist das anderes, oder? Ja, aber du machst das gut, Mama. Das erste Mal ist okay. Da nach oben. Verarschen kann ich nicht selber. Habt ihr schon jemals mal jemanden so die AirPods tragen gesehen? Was ist das? Aber anders passt nicht rein. Der Auflauf kommt jetzt für 30 Minuten in den Ofen. Ich werde mich jetzt, glaube ich, ein bisschen hinlegen. Ich sage sonst dem Papa Bescheid, dass ich im Haus bleibe, weil mir geht es jetzt echt nicht so gut. Mir ist jetzt auch wieder ein bisschen schlecht und ich werde mich ein bisschen ausruhen. Papa, ich überreiche dir das Zepter. Oh, das ist eine Ehre für mich. Ich lege mich ein bisschen hin, okay? Ich lege mich ein bisschen hin. Was soll ich mit der Kamera machen? Du kannst ein bisschen vloggen. Sophie, schau mal, ich nahm da. Sophie muss jetzt im Haus bleiben. Musst du mir nahm mal kuscheln, oder was? Ich leg mich ein bisschen hin, bis das Essen fertig ist. Okay. Tschüss, Mama. Ciao, Bella. Ti amo. Schatz, da wird gekuschelt. Höchste Niveau. Du warst so da ganz im Arschlott. Er liegt schon. Papa. Lara, er liegt nicht gut so, Schatz. So, meine Lieben, ich habe die Kamera in der Küche gefunden. Ich habe gesehen, es ist niemand da in der Nähe. Ich habe schnell die Kamera geschnappt und ich wollte nur ein bisschen mit euch plaudern. Heute Abend gibt es bei mir, also bei uns, für mich und für Patrick, Risotto mit Pilze auf der Speisekarte. Und wir werden ja dann gleich zum Kochen beginnen. Halt euch fest. Unser Abendessen schaut so aus, unser Risotto ist fertig. Hey meine Lieben, ich wollte mich jetzt auch nochmal melden. Ich weiß gar nicht, was der Papa gebloggt hat, wahrscheinlich was er gekocht hat. Mir geht es am Abend meistens immer schlechter. Ich bin jetzt die ganze Zeit im Bett gelegen und habe mich wirklich ausgeruht. Mein Körper braucht das richtig. Also normalerweise bin ich nicht dieser Typ, der wirklich so lange im Bett liegen kann und nur Serien schauen. Aber das ist, mein Körper schafft momentan einfach nicht mehr. Ich danke euch für so viele Nachrichten. Ich habe so viele Nachrichten bekommen unter dem letzten Vlog. Da stand ja so Tipps halt bezüglich Schwangerschaftsübelkeit. Und für die Leute, die mir schon länger folgen, die wissen ja, dass ich bei der Schwangerschaft mit der Luisa Hyperemesis hatte. Das ist so eine extrem starke Übelkeit mit Dauererbrechen. Und damals habe ich auch einen Tipp von einer Zuschauerin bekommen, dass ich Agyrax nehmen soll. Und dann habe ich mir gedacht, stimmt, wieso bestelle ich mir das jetzt nicht vorher?
und wollte das bestellen. Habe gestern eine E-Mail geschrieben an diese belgische Apotheke, wo ich es immer bestellt habe. Und die haben gesagt, na, sie haben keine mehr. Aktuell gibt es auch Lieferschwierigkeiten. Und erst Ende 2020, da habe ich mir gedacht, okay, da ist wahrscheinlich schon die Schwangerschaft vorbei. Und da brauche ich sie auch nicht. Und dann hat mir noch jemand geschrieben, wegen einem anderen, Caribahn oder so. Ist das so? Ich glaube. Muss ich fragen, also vielleicht gibt es auch in Österreich, ich habe ein bisschen im Internet recherchiert, einige schreiben, dass es rezeptpflichtig ist, einige schreiben, dass es nicht lieferbar ist, was auch immer. Ich frage mal am Montag meinen Frauenarzt, ich habe einen Frauenarzttermin am Montag. Und bis dato musste ich noch nicht brechen. Ich hoffe, es bleibt wirklich so. Ich habe wirklich mit jeder Speise, die ich am Abend zu mir nehme, ein bisschen Angst, weil ich denke mir so, wenn es jetzt wieder rauskommt, das ist schmerzhaft. Aber bis jetzt habe ich noch Glück gehabt. Ich habe mir jetzt ein paar Bonbons genommen. Werther's Original. Bonbons helfen mir immer, Kaugummi hilft mir auch immer. Und sowas, ja, sowas Erfrischendes, Eis, Wassereis. Und ja, ich muss jetzt nämlich hier ein bisschen ein Video von der Michelle fertig machen. Also wir haben ja die Abendroutine gedreht und ich habe ja noch gar kein Logo für ihr neues für ihren neuen Kanalnamen, weil, wie ihr wisst, haben wir noch einen Zweitkanal für die Kinder, der ist Diamanta Kids. Und da war die Michelle die meisten Videos gemacht hat und eigentlich ja den meisten, also sie hat, das ist ihr Ding, also die Michelle, der macht das halt voll Spaß und so und es hat sich irgendwie so als zu ihrem Kanal entwickelt, deswegen haben wir es dann umgenannt in Glitzer Michelle und dafür brauchen wir natürlich ein neues Logo und ich mache das, weil ich bin ja Grafikerin. Ich habe noch keins fertig, aber das möchte ich jetzt fertig machen, weil morgen möchte ich, dass das online ist und ja. Ich werde mich jetzt vom Vlog verabschieden, werde mein Bonbon nehmen und mich ein bisschen fokussieren. Vielleicht schaffe ich es ein bisschen zu arbeiten in Ruhe und ja, ich danke euch fürs Zuschauen, meine Lieben. Ich werde euch dann morgen auch wieder mitnehmen. Habt ein bisschen Geduld mit mir, dass ich so ein bisschen bin. Das wird wieder. Und so lange der Papa mich unterstützt, läuft so der YouTube-Kanal weiter. Weil damals, als ich mit Luisa schwanger war und Hyperemesis hatte, kam, glaube ich, einen Monat lang kein Video, weil es mir einfach so schlecht ging. Oder zwei, drei Wochen, ich weiß nicht mehr. Aber irgendwie lange Zeit. Und naja, das passiert uns nicht mehr. Wir haben den Papa, der schön Videos schneidet und auch mitvloggt. Ja, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Tschüss.